Monatshoroskop Juni 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn das eine andere Berechnung auch ein anderes Ergebnis ist und wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Anila Ra, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, weil das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich aber. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas im Horoskop aus, aktiviert Themen, aktiviert Lebensbereiche. Und genau das schauen wir an bei diesem Monatshoroskop. 1. Juni. Uranus bewegt sich im Widder. Und das hast du hier im 8. Lebensbereich. In dein Geburtshoroskop ist hier dein Mond. Also das ist schon ein wichtiger Lebensbereich hier. Und Uranus bringt hier Veränderungen. Die 8. Lebensbereich bedeutet die Erneuerungsprozesse. Viele Dinge im Leben loslassen. In diesem Lebensbereich gehören auch Themen wie Sexualität. Und außerdem hier löst etwas aus, wie zum Beispiel Erbschaften oder ämtlichen Themen, was mit Finanzen was zu tun hat, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, Finanzamt, alles was mit Geld zu tun hat, aber jetzt ist nicht die Kontostand damit gemeint, sondern die Ämter. Also das sind mal die Themen. Und hier, diese Uranus-Bewegung, verändert sich da etwas. Kann auch bedeuten, dass da Einflüsse kommen von außen. Bei Uranus-Energie kommt das plötzlich, unerwartet. Aber im Allgemeinen kann man sagen, hier lernst du viele Dinge im Leben loslassen, davon verabschieden, damit etwas Neues kommen kann. Venus befindet sich auch hier im Widder. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus deine Weiblichkeit. Bei dieser Bewegung kann bedeuten, dass du zum Harmonie oder bringst etwas in Harmonie oder du verschönerst etwas. Kann aber auch einen anderen weiblichen Person sein bei dieser Transitbewegung. Aber hier im 8. Lebensbereich handelt sich jetzt in erster Linie, dass deine Weiblichkeit oder dein Aussehen ändert sich zurzeit. Das ist diese Erneuerungsprozesse. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast mit anderen Frauen oder Frauen und es handelt sich mit Finanzen oder befindest du dich in einer erbschaftlichen Lage. Mond bewegt sich auch hier im Widder.
Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und aktiviert Themen, hat einen Einfluss auf unseren Alltag und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Bei Widderenergie ist Neuanfang oder Neuigkeiten. Und hier im achten Lebensbereich, wie ich schon sagte, sind Themen wie Abschied nehmen von etwas oder etwas kündigen, loslassen. Im achten Lebensbereich ist auch Thema Sexualität auch beschrieben oder die Finanzen. Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist die Stierthemen und das heißt etwas in Besitz nehmen, aber nicht festhalten. Dazu kommt noch bei dir die neunten Lebensbereich und das heißt Ausland oder Verbindung zum Ausland oder Reisen. Diese Reise kann auch eine spirituelle Reise sein, eine innere Reise. Und hier sind auch Themen, woran wir glauben, unserem Glaubenssätze. In dein Geburtshoroskop bewegt sich unserem Planet Erde hier im Stier im neunten Lebensbereich, also in dem Tag, wo du geboren bist. Und Erde zeigt dir, hier manifestiert sich etwas. Hier kannst du etwas im Besitz nehmen. Stier hat auch einen Bezug zum Immobilien. Und das könnte für dich bedeuten, Immobilien im Ausland. Also die Sonnenbewegung bzw. die scheinbare Bewegung der Sonne, weil in Wirklichkeit bewegt sich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. So sprechen wir auch über Sonnenbewegung. Sonne ist hier im Stier. Und Merkur auch. Merkur löst hier etwas aus und das sind die Gespräche, die Handlungen. Das kann auch ein Vertrag bedeuten. Vertrag und das handelt sich um Reisen oder im Ausland. Möglich wäre auch ein Immobilien kaufen oder mieten und da die Gespräche führen, verhandeln oder einen Vertrag unterschreiben. Mars bewegt sich in Zwillingen. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars deine Kraft, was alles in Bewegung setzt, oder eine männliche Person und das ist der Partner. Bei diesem Transit, bei dieser Bewegung, was im Horoskop was auslöst, kann auch anderen männlichen Personen oder Personen sein, wie zum Beispiel ein guter Freund, ein netter Nachbar oder ein Beamter oder jemand von Familie. Mars bewegt sich in den Zwillingen und das erlebst du in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld. Das kann heißen für dich, du musst dich durchsetzen, dass du hier Anerkennung bekommst oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Rahu bewegt sich auch in Zwillingen. Rahu und Ketu sind die beiden Mondknoten und das hat mit Karma etwas zu tun. Die absteigende Mondknoten heißt Ketu, das ist die Drachenkörper und zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen. Das hast du hier im Jungfrau in dein Aszendent. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und viele Dinge sollst du befestigen, was zu deiner Persönlichkeit gehört, aber auch einiges loslassen. Das ist Erinnerungen, das ist Vergangenheit. Und dieser Drache hat einen Kopf.
der Drachenkopf, das wurde aber abgeschnitten und die Seele sucht es. Die Seele, wo ist dieser Kopf der Drache, könnte man mal so beschreiben. Das kennt die Seele noch nicht, aber ist auf die Suche. In dein Geburtshoroskop ist das in Fischen und hier lernst du Vertrauen, das Fluss des Lebens. Das ist dein karmischer Weg, was du brauchst, weil genau das, was dich befreit. Und das findest du in die Liebe Partnerschaft, weil die siebte Lebensbereich steht zum Partnerschaft. Das ist in dein Geburtshoroskop. Und das bleibt auch. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und ich nehme das raus jetzt von diesem Geburtshoroskop, weil ich habe keine zweite Karte dazu. Also ich entferne jetzt die beiden Mondknoten von Geburtshoroskop, obwohl die bleiben in Wirklichkeit, aber ich brauche die Karten, das zum Zeigen, wo sich gerade bewegen. Und das heißt, dieser Drachenkopf bewegt sich hier im Zwillingen ganzes Jahr und 2020 auch noch, also ziemlich lang. Und das ist die Zeitqualität, was deine Seele braucht. Deine Seele sucht diesen Weg. Und das ist die Öffentlichkeit oder deine Berufung oder Anerkennung, Ansehen. Und dann kommt die Zwillingsenergie dazu. Das ist die Bewegung, auch die Leichtigkeit, auch das Wissen, dieser Austausch von Wissen oder Wissen vermitteln. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit erzählt uns, es ist recht und gut, wenn wir etwas vermehren möchten, aber wir sollen langsam tun. Vielleicht kommt etwas Besseres oder wir sollen das noch überprüfen. Diese Rückläufigkeit bremst etwas. Die Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit. Es ist auch möglich, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder eine bestimmten Themen haben und das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Im Allgemeinen bringt Jupiter uns Glück, Chancen, Möglichkeiten, aber steht auch für Gerechtigkeit, öffnet unseren Augen auch für Ungerechtigkeiten. Also das kann auch eine rechtliche Angelegenheit sein. Jupiter bewegt sich hier im dritten Lebensbereich. Und in deinem Geburtshoroskop ist hier die Sonne, Merkur und Venus. Also dieser Lebensbereich ist für dich sehr wichtig. Das sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Auch wie du das gelernt hast damals. Oder wie hast du dich durchgesetzt gegen Geschwister oder anderen Kinder? Könntest du dich damals behaupten? Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn du damals dich nicht behaupten könntest und warst immer übersehen oder auf die Seite geschoben, dann spiegelt das Leben später. Und hier haben wir Prüfungen im Schule des Lebens. Wie kannst du dich behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen oder Geschwister? Außerdem hier im dritten Lebensbereich auch, bedeutet auch Schulungen, ein Austausch von Informationen und Medien. Hier wird von Jupiter aktiviert. Dann kommt die Skorpion-Energie dazu. Und bei Skorpion handelt es sich um unseren Gefühlen, auch verletzten Gefühlen, auch Ängste. Das Loslassen und Übergehen auf die positiven Gefühlen wie Kraft und Mut und Begeisterung und Hingabe, aber auch Liebe. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn belehrt uns auch. Du hast im Geburtshoroskop Saturn hier im Jungfrau in Aszendent.
Das gehört schon zu deiner Persönlichkeit. Jungfrau neigt dazu, kritisch zu sein. Und das ist deine Neigung, mit dir selbst gegenüber zu kritisch zu sein. Und ich bin sicher, hier hast du die Lernaufgabe, mehr Leichtigkeit, dass du nicht immer alles zu ernst nimmst. Das ist eine gewisse Strenge. Das kann natürlich von Erziehung kommen, dass du eine strenge Elternhaus gehabt hast oder in die früher in die Schulzeit war alles für dich zu streng. Aber die Jungfrau bringt das in Ordnung, weil Jungfrau bedeutet auch Heilung. Dann kommen bei dir hier Neptun-Energie dazu und Neptun zeigt deine Träume. Und das ist eigentlich deine Lernaufgabe hier, deine Träume vertrauen und das zum Leben, weil das wäre für dich die Heilung. Aber zurück zu dieser Neptun-Bewegung. Nicht von Saturn, genau. Zum Neptun kommen wir auch. Aber wir waren bei Saturn. Also Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma und belehrt uns. Zurzeit ist rückläufig. Hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Oft sind es karmische Themen. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Saturn bewegt sich hier im Schütze und das wirkt im tiefsten Punkt des Horoskopes und das bedeutet, hier fühlst du dich verankert, verwurzelt. Das zeigt auch die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, aber auch dein Zuhause. Also Saturn aktiviert die Herkunft und dein Zuhause. Und auch die Bedürfnisse, endlich angekommen zu sein, wo du sagst, hier fühle ich mich verwurzelt, verankert, weil das gibt mir Halt im Leben. Das sind jetzt die Grundbedürfnisse. Die Schütze hat einen Bezug zum Ausland. Und hier im Geburtshoroskop hast du die Planet Erde im Ausland, wo sich etwas manifestiert. Das könnte jetzt ein Hinweis sein, was Saturn aktiviert momentan, dass du einen Wohnsitz suchst im Ausland. Pluto ist auch hier. Pluto bedeutet verabschieden von etwas. Das könnte ein Umzug bei dir auslösen. Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig. Das hat mit Vergangenheit was zu tun, oft mit Karma was zu tun. Außerdem, die absteigende Mondknoten bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Schütze. Und das ist hier diese absteigende Mondknoten hier. Und das ist diese Ketu, diese Drachenkörper. Und das erinnert uns an die Vergangenheit. Und es ist nicht nur die Kindheit, sondern all das, was wir in früheren Leben schon erlebt haben. Und Saturn und Pluto ist exakt auf diesem Knoten gerade und aktiviert bei dir die Schützenthemen. Das ist Bewegung, das ist Neuorientierung und Ausland und deine Wohnsituation. Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich im Wassermann und hier hast du Jupiter im Geburtshoroskop. Eigentlich Jupiter bringt dir hier Glück und jetzt kommt Neptun, Einfluss dazu, aktiviert Thema Arbeit und Gesundheit. 1. Juni steht Mond mit Venus in einer Verbindung und sie wirken zusammen. Und das hat mit deiner Weiblichkeit was zu tun, dass du das fühlst, deine Weiblichkeit. Und hier im 8. Lebensbereich auch die Veränderungen, vielleicht ein Aussehen, ein neuer Haarschnitt oder andere Kleider oder andere Ausstrahlung, andere Auftreten. Und beeinflusst auch die Gefühle. Bei Venus-Energie kann das bedeuten, liebe Partnerschaft. Immerhin ist Venus die Liebesplanet und Mond aktiviert das auch noch. Und das sind die Gefühle.
kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person und da löst Gefühle aus. Das kann natürlich angenehm sein, wie eine schöne Freundschaft und Dankbarkeit, kann auch anderen Gefühlen auslösen, wie Enttäuschung oder Wut. 2. Juni. Mond übergeht im Stier und aktiviert Stier-Themen, und das ist Besitz, aber nicht festhalten, sondern etwas Wertvolles im Besitz nehmen. Stier-Themen ist auch zur Ruhe kommen, den Tagen genießen, gemütlich machen, etwas bequem machen und auch die Finanzen. Außerdem kommt bei dir hier die 9. Lebensbereich dazu, Ausland oder eine Reise. Ich würde sagen, eine Reise würde dir gut tun gerade und da die Kontakte pflegen. 2. Juni. Merkur übergeht in Zwillinge. Also Merkur verlässt den Stier und übergeht in Zwillinge. Merkur fühlt sich sehr wohl im Zwillinge, aktiviert Handlungen, Gespräche, Verbindungen. Und das kann bedeuten, dass damit stehst du in die Öffentlichkeit oder bestimmst du die Richtung, was die Berufung betrifft, oder bekommst du Anerkennung oder ein Lob, ein Kompliment. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Das sind die Stier-Themen. Was gibt uns Ruhe? Was macht unserem Leben gemütlich? Was können wir verschönern in unserem Leben? Was sollen wir in Besitz nehmen? Was sollen wir aber loslassen? Und um die Finanzen kümmern, bei dir gehört noch dazu Themen, was den 9. Lebensbereich beschreibt, Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Glauben, Glaubensrichtungen oder Spiritualität. Dieser Neumond ist exakt um 11:02. Dann beginnt die zunehmende Mondphase und das eignet sich dafür, etwas starten, was zunehmen soll, was vermehren soll. Aber bitte darauf achten, niemals starten in einen Tag, wo Halbmond ist, weil das werft alles zurück und das führt sogar zum Verlust. Mond steht in Verbindung zum Merkur. Mond übergeht in Zwillinge und verbindet sich mit Merkur und die wirken zusammen. Das sind Handlungen und Gespräche. Mond aktiviert diese Merkur-Energie und das ist auch gefühlsvoll oder zeigt uns, wie wichtig das wäre, intuitiv handeln. Juni. Sonne und Venus ist im Stier. Das heißt, Venus verabschiedet von Widder und übergeht im Stier. Also haben wir andere Themen. Venus aktiviert die Stier-Themen. Etwas Schönes in Besitz nehmen oder etwas verschönern, unserer Umgebung, wo wir uns wohlfühlen. Außerdem kommt dazu noch die Themen Ausland. Das kann auch bedeuten, das ist sehr schön und angenehm, eine Reise planen oder auf die Reise zu sein oder Kontakt mit einem weiblichen Personen von Ausland. Mond und Mars steht in einer Verbindung in diesem 5. Juni. Das heißt, Mond aktiviert Mars. Das kann unsere Kraft sein, dass wir impulsiv reagieren. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person
hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. 7. Juni übergeht Mond im Krebs. Aktiviert Krebsthemen. Das hat immer mit Familie was zu tun. Und hier kommt noch die 11. Lebensbereich dazu. Das sind die Wünsche und unsere Hoffnungen. Krebs hat die Feingefühl, verspüren die richtigen Augenblicke im Leben. Wann sollst du handeln? Wann ist besser noch abwarten? Wenn du intuitiv bist. Außerdem, hier sind noch Themen dazu wie Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen. Das kann ein Verein sein oder eine Partei. Und hier wird von Mond aktiviert. 8. Juni steht Mond in Verbindung zum Schwarzmond. Dieser Schwarzmond hat mit schwarzer Energie oder was Böses nichts zu tun, sondern das ist, ich könnte sagen, wie die Schattenseite des Mondes. Und diese Energie, diese Schwarzmondenergie aktiviert in uns etwas, beeinflusst auch unsere Gefühle. Das sind unsere Sehnsüchte. Aber wir neigen dazu, das zu verneinen. Wie zum Beispiel, oh, das steht mir gar nicht zu, oh, das kann ich eh nicht. Also das heißt, der Wunsch ist da, aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und hier in diesem 8. Juni passiert Folgendes. Wir spüren unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und heute erscheint das doch hoffnungsvoll zu sein, dass wir das Gefühl haben, ja, jetzt klappt, jetzt könnte ich das in Tat umsetzen. Aber sollen wir auch aktiv sein, weil dieses Energiefeld ist trotzdem die Neigung da, davonlaufen. Manchmal sind das Einflüsse von außen, wo anderen sagen etwas. Vielleicht ist ein gut gemeinter Rat, aber tut nicht gut, weil jemand sagt, oh, vergiss es, das klappt eh nicht. Aber hier ist wichtig, auf unseren eigenen Gefühlen hören. Und diesem 8. Juni ist das so nah, dass es wirklich erreichbar ist. 9. Juni übergeht Mond im Löwe. Das ist bei dir hier im Verborgenen. Löwe fühlt sich da nicht so wohl, weil Löwe braucht die Glanz, Mittelpunkt zu sein. Und hier ist das in Schattenseite. Und du brauchst, dein Gefühl sagt in diesem Tag, es ist besser zurückziehen, du brauchst die Ruhe. Außerdem hier im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. Und hier mit Löwenenergie ist eigentlich dein Selbstfindung ist wichtig und dein Gefühl sagt, sei zurückhaltend, meditiere über etwas, über dein Selbst. Was sagt dein Herz? Was möchtest du verwirklichen in dein Leben? In diesem 9. Juni wird Mond von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige und das ist die Herz der Löwen. Und das ist so wichtig, dieser Rückzug, dein Herz öffnen. Das ist wie eine Schatztruhe und mal schauen, was alles drin ist. Was ist deine Berufung? Was ist dein Hobby? Welche Freundschaften möchtest du pflegen? Oder liebe Partnerschaft? Oder Kunst, Kreativität oder Sport? Alle deinen Herzenswünsche. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond ist immer Spannung. Es ist auch nicht gut, in einen Halbmondtag etwas starten, weil das beginnt mit dieser Spannung. Es fehlt in diesem Tag die Luftelement, es fehlt die Leichtigkeit. Dieser Halbmond ist exakt um 6.53 Uhr. Im selben Tag steht Sonne und Jupiter gegenüber. Und das handelt sich um unsere Rechte, um Gerechtigkeit, unsere inneren Größe und auch Vaterthemen ist möglich.
oder die Wahrheit, die Suche nach die Wahrheit, weil wir haben das Gefühl, etwas läuft ungerecht und das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Das passiert alles in 10. Juni. 11. Juni ist Mond im Jungfrau. Es ist eine zunehmende Mondphase. Mond im Jungfrau aktiviert dein Aszendent und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, dein Aussehen, dein Auftreten und auch wie bist du wahrgenommen. Und das natürlich beeinflusst auch deinen Gefühlen. Außerdem kommt Jungfrau-Themen auch dazu. Und das ist ein Reinigungsprozess oder etwas in Ordnung zu bringen, ist auch eine Heilenergie. 13. Juni ist Mond im Waage. Aktiviert Waagenthemen und das bedeutet inneren Gleichgewicht oder etwas vergleichen, ausgleichen, auch Kunst, Kreativität, Leichtigkeit, auch Liebe, Partnerschaft. Und kann auch um einen rechtlichen Themen sein. Bei dir kommt noch die zweiten Lebensbereich dazu. Deine Werte, deine Wertschätzung, das auch Verlangen, dass du Respekt bekommst von anderen. Und die Finanzen, in Finanzen in Gleichgewicht bringen. 15. Juni ist Mond in Skorpion. Vom Geburtshoroskop her hast du schon einige Planeten hier, Sonne auch, also das ist für dich schon ein sehr wichtiger Lebensbereich, wird hier von Mond aktiviert. Und das heißt, dich zu behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen, auch in die Familie, auch in die Nachbarschaft, außerdem die Kontakte, Austausch von Informationen oder Schulungen, Bildung. Oft ist das die Schule des Lebens, die Prüfungen bestehen. 16. Juni steht Mond mit Jupiter in Verbindung und sie wirken zusammen. Jupiter neigt dazu, etwas zu vergrößern, aber ist gerade rückläufig. Das hat mit Vergangenheit was zu tun und bremst etwas. Jupiter zeigt auch unserem inneren Größe. Das kann auch sein, dass hier Erinnerungen hast in die Schulzeit, in deine Kindheit, wo du ständig klein gehalten wurdest und kommen diese verletzten Gefühle. Juni übergeht die Sonne in Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, Sonne verlässt den Stier und beginnt ein neues Monatsthema und das sind die Zwillinge. Und das heißt, mehr Leichtigkeit oder etwas spielerisch betrachten, handeln, Kommunikation, neugierig zu sein, vielleicht sogar in einer Schulung teilnehmen oder Wissen vermitteln, ein Austausch von Informationen. 17. Juni ist Vollmond. Vollmond im Schlangenträger. Die Schlangenträger ist ein Sternbild im Himmel und befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Eigentlich auf die Ekliptik, gehört trotzdem nicht zu den Tierkreiszeichen. Die Vollmond, also Mondbewegung, ist aber im Schlangenträger. Und das erzählt uns etwas, und das möchte ich auch erzählen, diese mythologische Geschichte. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, der Sohn von Sonnengott Apollo. Und er musste ein Kind heilen. Dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich,
der anderen Schlange trägt die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er dieses Kind? Zum Glück hat er die Heilkräuter gewählt und hat das Kind gerettet. Und hier stellt sich die Frage, welche Einflüsse haben wir von außen? Die eine Schlange trägt die Gift in sich, das symbolisiert die Lügen. Der andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich und das ist die Wahrheit. Und hier treffen wir wichtige Entscheidungen. Glauben wir an die Lügen oder vertreten wir die Wahrheit? Wenn wir an die Lügen glauben, und das ist immer Honig, süß, verpackt, dann fallen wir auch in diesen Honigtopf, wie dieses Kind, man könnte sagen, dann waren wir auch wie die Kinder, glauben an allem. Also hier ist wichtig, etwas überprüfen, die Informationen überprüfen und unserer eigenen Meinung die Wahrheit vertreten. Das ist hier die Heilung. Immerhin ist Asklepios der himmlische Arzt, also heilt. Und das ist dieser Vollmond hier in diesem Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze. Dann übergeht Mond im Schütze, aktiviert bei dir deine Wohnsituation. Und beginnt die abnehmende Mondphase und das eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll oder etwas loslassen, von etwas verabschieden oder trennen oder kündigen. Aber Vorsicht, nicht in einen Tag, wo Halbmond ist, weil das ist Spannung, das wirft alles zurück. 18. Juni steht Merkur mit Mars in Verbindung und sie wirken zusammen. Und das hier in den Zwillingen. Mars, Merkur, das sind Gespräche und Handlungen. Mars ist entweder die Kraft und die Mut oder eine männliche Person, wo hier verhandelt wird oder Gespräch geführt wird. 19. Juni. Trifft Mond mit Saturn, trifft mit Pluto und trifft auch mit diesem absteigenden Mondknoten Ketu. Die wirken zusammen und Mond aktiviert Vergangenheit und das sind auch karmische Themen. Und wird von Nunki bestrahlt. Dieser Nunki ist ein Stern im Schütze, die zwei hellste Stern in diesem Sternbild Schütze. Wurde bei Sumerer verehrt und sie haben diesen Stern verbindet mit einem heiligen Ort. Und ich würde auch empfehlen, in diesem Tag nachdenklich zu sein, wo fühlen wir uns wohl. Einen Platz zu suchen, einen Ort zu suchen, wo wir uns auftanken können mit Kraft und Energie. Es gibt auch Kraftorte. 20. Juni übergeht Mond im Steinbock und aktiviert Steinbock-Themen und das heißt Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein, Ausdauer zu haben, aber mit Leichtigkeit. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder und das, was wir von Kindern lernen, etwas spielerisch betrachten, nicht zu streng. 21. Juni ist Sonne im Sommerpunkt und Sommersonnenwende exakt um 16 Uhr und 54 Minuten. Ich werde wieder ein Sommersonnenwende-Ritual machen, ein ganz großes Ritual, das werde ich noch verkünden und kann man da anmelden. Hier kommt natürlich eine Wende in unserem Leben, wie gesagt, dieses Ritual werde ich noch machen. Merkur übergeht im selben Tag, 21. Juni, im Krebs.
Merkur verabschiedet von Zwillingen und übergeht im Krebs, aktiviert Krebsthemen. Und das ist Familie oder familiäre Verbindungen. Und dazu kommt noch die 11. Lebensbereich, das sind die Wünsche, die Hoffnungen und Freundschaften oder Gruppen von Menschen. Und bei Merkur, Energie löst aus Handlungen und Gesprächen. 22. Juni ist Neptun im Stillstand, hier im Wassermann. Dieser Stillstand bedeutet, mal eine Pause zu machen und mal überlegen, und das sind Neptun-Themen, wovon träumst du? Wo ist deine Kreativität? Was kannst du da verwirklichen? Und nach diesem Stillstand wird Neptun rückläufig. Natürlich kommen da Themen von Vergangenheit, vielleicht Begabungen, Talente, Begabungen, was du schon gemacht hast in Kindheit oder im früheren Leben, das wieder aktivieren, kreativ gestalten und das hier im Bereich Arbeit. 23. Juni ist Mond in Verbindung zum Schwarzmond. Ich betone das nochmal, das hat mit Schwarzmagie oder mit Böses gar nichts zu tun. In diesem Tag verspüren wir unsere Sehnsüchte. Aber immer diese Schattenseite dabei, das nicht glauben zu wollen. Oder manchmal kommen Einflüsse von außen und anderen überreden uns, oh, vergiss es, das wird doch sowieso nichts. Und dann sofort werft es uns zurück und wir geben das auf. Und gerade solche Momente ist so wichtig, die inneren Kraft, diese Überzeugungskraft und sage, das ist doch mein Wunsch. Also ich gebe das nicht auf, ich glaube weiterhin daran. Und das sollen wir in solchen Tagen in uns stärken. 23. Juni, im selben Tag, übergeht Mars auch im Krebs. Mars aktiviert familiären Themen oder die Wünsche, die Hoffnungen, und Mars bedeutet, da die Kraft einsetzen oder deine Kraft einsetzen in eine Gruppe oder ein Verein, kann aber auch bedeuten, dass dein Wunsch ist dieser Mann und handelt sich um Liebe, Partnerschaft. 24. Juni steht Neptun und Mond in eine Verbindung. Das heißt, Mond übergeht im Wassermann und trifft mit Neptun. Die beiden haben sehr ähnliche Essenz. Beide haben mit unseren Gefühlen zu tun, mit unserem Unbewussten, mit unserem Sehnsüchten, mit unserem Träumen, mit unserer Fantasie. Und das wird natürlich sehr intensiv sein. Kann auch bedeuten, dass in diesem Tag träumen wir etwas. Und viele Träume sind die Sprache der Seele. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Das heißt, Mond ist schon im Tierkreiszeichen Fischen, es ist Halbmond, also Spannung. Es fehlt die Erde-Element in dem Tag. Und das heißt, es fehlt die Taten, es fehlt die Bestätigung, es fehlt die Realität, es fehlt die feste Boden unter den Füßen. Und das erzeugt natürlich diese Unsicherheit oder Unruhe, diese Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 10.46 Uhr. 27. Juni ist Mond und Uranus in Verbindung. Das heißt, Mond ist schon in Widder. Und hier kommen Veränderungen. Möglich ist auch, dass unserem Nervensystem angespannt ist, weil Uranus herrscht als astromedizinisch über unserem Nervensystem. Und Mond aktiviert. Und Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Gefühle. 29. Juni ist Venus in Zwillingen.
Venus verabschiedet von Stier, übergeht in Zwillingen. Und hier im 10. Lebensbereich ist das die Öffentlichkeit. Du stehst als Frau in die Öffentlichkeit, bist du wahrgenommen als Frau, bekommst du auch Komplimente. Kann auch bedeuten, dass du lebst deine Kreativität in die Arbeit. Oder hast du Kontakte mit einer Frau im Arbeit oder in die Öffentlichkeit. Möglich ist es auch, dass dein Wunsch, deine Hoffnung, deine Ziele ist die liebe Partnerschaft. Oder dass du als Frau wahrgenommen wirst. Das ist ein Bedürfnis. 30. Juni ist Mond im Stier und aktiviert hier Stierthemen. Und das heißt zur Ruhe kommen, den Tag genießen, gemütlich machen, bequem machen, etwas verschönern. Oder Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise. Mond aktiviert auch unsere Glaubenssätze. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst an dein Vorhaben, glaubst an die Liebe. Also solche Gedanken kann auch diese Mondenergie hier im 9. Lebensbereich aktivieren. Oder handelt sich um Besitz und Finanzen. Liebe Anila Ra, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Liebe von Dendera.